Portugals oberster Gerichtshof hat den Einspruch der ehemaligen CIA-Agentin Sabrina de Sousa gegen ihre Auslieferung nach Italien abgelehnt. Dort ist sie wegen der Entführung eines ägyptischen Terrorverdächtigen im Jahr 2003 in Abwesenheit zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Als letztes Rechtsmittel bleibt de Sousa nun noch der Gang vors portugiesische Verfassungsgericht. Für die CIA war de Sousa als Diplomatin getarnt in Italien stationiert und soll 2003 an der Entführung des ägyptischen Geistlichen Osama Mustafa Hassan Nasser in Mailand beteiligt gewesen sein. Die Verschleppung war Teil der umstrittenen Antiterrorstrategie der USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001. De Sousa und mehrere weitere Amerikaner wurden in dem Fall später in Abwesenheit verurteilt. De Sousa war im Oktober aufgrund eines europäischen Haftbefehls am Flughafen von Lissabon festgenommen worden.